persönlich. Hi, herzlich willkommen zu diesem Video. Wir sind jetzt in Kroatien angekommen. Wir haben hier so eine richtig, richtig schöne kleine Wohnung und wir sind direkt am Meer. Ich kann es gerade noch gar nicht so richtig fassen, dass wir hier sind. Ich war gestern noch in meiner Famulatur im OP und jetzt bin ich einfach hier und ich schaue aufs Meer und wow, wirklich wow. Ich muss euch den Ausblick zeigen. Ja, wir haben jetzt Mittwoch und wir bleiben bis Sonntag hier. Das heißt, wir haben so ein paar Tage, leider keine ganze Woche, weil wir Montag alle wieder Uni haben. Und ja, wir dachten uns, das ist kein Grund, nicht wegzufahren. Deswegen, auch wenn es nur ein paar Tage sind, ist es so wunderschön hier. Und den Urlaub, finde ich, habe ich mir auch sowas von verdient. Ich hatte zwei richtig heftige Prüfungsphasen. Dann hatte ich die Formulatur in der Chirurgie und jetzt, finally, ich habe endlich frei. Auch wenn es nur ein paar Tage sind, aber es wird so schön. Schon Tag 2 und es ist so 12 Uhr mittags ungefähr. Wir waren heute Morgen schon was frühstücken. Wir sind hier bei so einem Bäcker gewesen und haben dieses. Wie heißt nochmal das Frühstück, was wir hatten? Was? Jurek? Jurek, oder? Also, es heißt auf Türkisch Jurek, aber hier steht jetzt Burak. Burak. Ich kann es nicht und ich werde es mir wahrscheinlich nicht merken. Naja, das ist mein Ziel in diesem Urlaub, am Ende zu wissen, wie das heißt. War sehr lecker und ich habe ein bisschen zu viel gegessen auf jeden Fall. Ja, dann waren wir noch im Supermarkt, haben ein paar Sachen eingekauft und es ist leider nicht so schönes Wetter heute. Es ist sehr windig, ja, aber davon lassen wir uns nicht unterkriegen. Wir wollen trotzdem sofort an den Strand und vielleicht ein paar Fotos machen und vielleicht ein bisschen was lesen oder so. Ja, es ist dennoch so wunderschön hier und die Sonne kommt zwischendurch raus. Ich kann es immer noch nicht so ganz glauben, dass wir hier sind. Das tut einfach so gut, mal abzuschalten, einfach mal zur Ruhe zu kommen. Und es ist auch einfach direkt eine ganz andere Luft hier, also ja, die Hannoveraner Stadtluft. Es tut auch mal ganz gut. Ich habe auch richtig gut geschlafen heute Nacht und ansonsten haben wir heute Morgen noch richtig schön Kaffee getrunken am Strand. Da haben wir dann gesessen und da wollen wir auch die Tage mal Cocktails trinken. Ja, richtig schön. Also es ist einfach so, ja, so schön, dass wir hier sind. Ich kann es nicht oft genug sagen. Guck mal, die haben hier die Mülltonnen in den Farben der Teletubbies. Wir wissen aber noch nicht, welche Farbe für was für ein Müll steht. Und grün ist Biomüll, oder ja, was? Und gelb ist Plastik. Vielleicht ist rot? Kann sein. Plastik. Gucken wir mal. Glas. Glasmüll. Glasmüll. Ah.
Wir hätten uns eigentlich echt... Boah, verdammt. Wir hätten uns gerade voll das tolle Restaurant rausgesucht. Aber jetzt haben die leider zu. Wir haben uns den ganzen Tag darauf gefreut. Aber jetzt suchen wir uns was Neues. Egal. Gerade ein richtig doll zu gewittern und man sieht immer so den Blitz durch die Scheibe. Das ist voll gruselig und wir sind jetzt nicht sicher, ob wir einen Blitzableiter haben, aber haben wir doch bestimmt, oder? Was meinst du, Jessie? Ja. Wo, oder? Also ich gehe mal davon aus. Hoffe ich mal. Sonst nicht, ist. Jedenfalls habe ich voll Schiss irgendwie. Ja, gucken wir noch Germany's Next Topmodel gerade und dann gehen wir schlafen. Erstmal Cornflakes aus Tassen essen, weil wir keine Schalen haben. Aber geht wohl doch. Wir machen heute einen Tagestrip nach Split. Wir haben jetzt endlich nach gefühlten 30 Minuten die Bushaltestelle gefunden. Es war gar nicht so einfach und wir mussten so einen Berg hochlaufen. Das war mega anstrengend. Okay, wir sind jetzt im richtigen Bus. Aber irgendwie gab es Probleme beim Scannen mit dem Ticket. War komisch, weil ich wollte mein Ticket runterladen. Dann stand da aber der Name von Sarah. Mega komisch. Er so, ja, passt schon. Und irgendwie, keine Ahnung, ich habe ihn gerade irgendwie gar nicht verstanden, aber anscheinend ist es in Ordnung so. Heute den letzten Tag. Heute Nachmittag fliegen wir wieder nach Deutschland zurück. Ja, und ich chill gerade noch ein bisschen am Meer und genieße die Aussicht. Leider nicht so schönes Wetter, aber das macht nichts, weil die Luft ist so schön hier. Es ist irgendwie was ganz anderes, wenn man so aus Hannover kommt und aus der Innenstadt und dann auf einmal ist man hier am Meer und die Luft ist einfach so schön, das ist eine ganz andere und das tut richtig gut. Mir haben die ganzen Tage hier jetzt echt so gut getan und ich habe voll gemerkt, dass ich irgendwie mal so rauskommen muss aus dem Alltagstrott, dass ich das richtig gebraucht habe und den anderen beiden Mädels ging es halt ganz genauso.
Ja, kann ich voll empfehlen, hierher zu fahren. Es ist wunderschön. Es ist ja auch ganz ruhig hier gerade gewesen, weil wir außerhalb der Saison gefahren sind. Morgen früh muss ich direkt wieder arbeiten und dann beginnt auch schon die Uni wieder. Aber ich versuche da jetzt noch nicht dran zu denken, weil jetzt bin ich noch hier. Jetzt bin ich noch am Meer. Da kann ich dann heute Nacht, wenn ich zu Hause bin, oder morgen früh dran denken. Ja.